Patrick Franziska feiert sein Comeback für Saarbrücken, ist wieder im Kader mit dabei. Mainz immer noch ohne Yuto Muramatsu, bei den Japan-Meisterschaften am Start gewesen und deswegen jetzt noch nicht im Ligabetrieb zurück. Im ersten Spiel, also eben besagter Patrick Franziska gegen André Putuntika, und da passieren erstmal keine großen Überraschungen. Der Favorit spielt deutlich besser. Wenig spektakulär spielt das der Franz hier souverän runter, 3:0, klare Angelegenheit. Heute für Saarbrücken im Kader mal Thomas Polanski im Einzel am Start gegen Luka Mladenovic, der auch schon länger wieder auf einen Einzelsieg in der Bundesliga wartet. Polanski aber ohne Probleme gegen den Antispieler, auch hier ein schnelles 3:0. Jetzt liegt's also an Cedric Nüting, den Heimsieg perfekt zu machen. Der hat allerdings Carlo Rossi vor sich und der hat letzte Woche gegen Kirill Gerasimenko einen spektakulären 3:2-Sieg geholt, also bestimmt mit einiges an Rückenwind an die Platte gekommen. Rossi gewinnt zwar den zweiten Satz, holt in den anderen dreien aber insgesamt nur 9 Punkte und dementsprechend Saarbrücken ein weiterer Schritt in Richtung Final Four.